Über 1 Million Menschen gehen heute an ihrem Arbeitsplatz mit Strahlung um. Wenn die Strahlenschutzmaßnahmen beachtet werden, kann man in der Regel mit ionisierender Strahlung sicher arbeiten. Die wichtigsten Maßnahmen sind: Abschirmung verwenden, Abstand zur Strahlenquelle halten und Aufenthaltszeit in der Nähe der Strahlenquelle verkürzen, bekannt als die 3A-Regel des Strahlenschutzes. Was tun, wenn bei der Arbeit trotzdem einmal etwas passiert? Wie sonst bei einem Unfall ist auch hier Erste Hilfe zu leisten. Die Erste Hilfe muss vom Betrieb organisiert sein. Dieser wird durch ein System regionaler Strahlenschutzzentren unterstützt. Ein Netzwerk, welches das Berufsgenossenschaftliche Institut für Strahlenschutz organisiert. Die Träger sind die BG Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse und die BG Rohstoffe und Chemische Industrie. Für die Erste Hilfe ist es zunächst wichtig zu wissen, ob Strahlung ausschließlich von außen auf den Körper eingewirkt hat, wie bei einer Röntgenmessung, oder ob strahlendes Material auf bzw. in den Körper gelangt ist. In solchen Fällen spricht man von Kontamination oder Inkorporation. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn Strahlung ausschließlich von außen auf den Körper eingewirkt hat. Dr. Volker List leitet die medizinischen Dienste am Karlsruher Institut für Technologie. Guten Tag. Guten Tag. Norbert Groß. List. Herr Groß, was führt Sie her? Ja, ich habe ein Problem. Also ich habe hier so eine Rötung. Die Ursache weiß ich nicht hundertprozentig. Mhm. Ich habe mit der Röntgenröhre gearbeitet. Jetzt nehmen Sie doch mal erstmal Platz. Danke. Sie haben ja im Betrieb gearbeitet. Können Sie kurz mal darstellen, was Sie da gemacht haben? Da wurde eine Röntgen-Feinstruktur-Kristallanalyse durchgeführt mit einer Röntgenröhre und die Probe war nicht richtig justiert und wurde von mir nachjustiert. Allerdings hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass die Röhre noch im Betrieb war. 3 Wochen zuvor in einem physikalischen Institut. Eine Materialprobe soll mit der Feinstruktur-Röntgenanlage untersucht werden. Für Norbert Groß ein ganz normaler Arbeitstag. Viele Male hat der Laborassistent solche Untersuchungen mit vorgenommen. Doch diesmal unterläuft ihm ein entscheidender Fehler. Beim Montieren der Probe ist der Shutter der Anlage geöffnet. Eine ganz gefährliche Situation, da im Primärstrahl sehr hohe Dosisleistungen auftreten können. Jetzt ist es wichtig zu wissen, welche Spannung genau angelegt war. Der Patient diskutiert mit Dr. List den Unfallhergang. Wie lange war sein Arm tatsächlich der Strahlenquelle ausgesetzt? Der Arzt versucht, den Strahlenunfall abzuschätzen. Sie sagten 25 kV, ja? Mit dem Beispiel, was hier steht, kommt also immerhin eine Dosis von 200 Millisievert in der Minute raus und im Abstand von 1 Meter. Und deswegen wäre es jetzt wichtig, nochmal zu klären, in welchem Abstand dieser Bereich der Haut, wo die Rötung ist, eben von der Röntgenröhre entfernt war. Das war mit Sicherheit kein Meter, wenn Sie da justiert haben. Also die Probe ist etwa 1/2 Meter entfernt, aber da ich mit der Hand hantiert habe, bin ich auch näher rangekommen, so minimaler Abstand, vielleicht so 10, 15 Zentimeter. Mhm. Jetzt machen wir mal Worst Case, sagen wir mal 1 Minute. Ein Zehntel Abstand, das ist dann das Hundertfache der Dosis, dann wären wir statt bei 200 Millisievert, wären wir in Anteilen dieses Hautbezirks bei 20 Sievert, eigentlich Gray an Dosis. Ja. Das heißt, das kann sehr wohl eine Hautrötung machen. Haben Sie den Arm sehr viel da bewegt? Ich habe den Arm relativ stark bewegt. Auch die Handposition hat sich immer wieder verändert, mal näher an die Röhre, mal weiter weg. Das erklärt dann eigentlich auch, warum das doch ein relativ großer Bereich geworden ist. Wie würde sich das Ganze weiterentwickeln? Was wären die nächsten Maßnahmen, die man treffen muss? Die Rötung kann natürlich auch noch sich weiter ausdehnen. Und in dem Bereich der Rötung könnten auch noch weitere Dinge auftreten, wie Blasenbildungen oder Geschwüre.
Und dann muss das natürlich speziell behandelt werden. Solange das nur eine Rötung ist, brauchen wir eigentlich gar nicht speziell behandeln. Aber wir müssen es für diese, sagen wir, noch weiteren 3 bis 4 Wochen auf jeden Fall beobachten. Und sobald Sie irgendwas Besonderes daran sehen, müssen Sie sich wieder melden. Ansonsten müssen wir natürlich jetzt mal gucken, ob neben dieser lokalen Geschichte diese Einwirkung auch eine Ganzkörperauswirkung hat. Und dazu müssen wir eine Blutuntersuchung machen. Im Anschluss an das Arztgespräch begibt sich Norbert Groß zur Blutabnahme direkt ins Labor. Eine medizinisch-technische Assistentin betreut ihn. Wir machen jetzt eine Chromosomenanalyse und ein großes Blutbild. Es gibt jetzt ein kleiner Pieks. Die Veränderung des Bluteiweißes gibt Auskunft darüber, ob sich die Strahlung auf den ganzen Körper ausgewirkt hat. Eine Analyse mit einer schnellen Lösung. Wenige Minuten später. Der Patient weiß, dass das Blutbild keine großen Auffälligkeiten zeigt. Noch bleibt aber die Chromosomenanalyse abzuwarten. Denn eine Ganzkörperauswirkung ist nach diesem Strahlenunfall nicht ausgeschlossen. Nun wissen wir, welche Maßnahmen von medizinischer Seite bei einer erhöhten externen Strahlenexposition ergriffen werden können. Was aber ist zu tun, wenn der Körper direkt mit strahlendem Material in Berührung kommt, also kontaminiert wird? Oder wenn strahlendes Material in den Körper gelangt, das heißt inkorporiert wird? Wir haben einen weiteren Fall inszeniert. Nicole Weber arbeitet in einem Labor auf dem Karlsruher Forschungsgelände. Mit einem radioaktiven Tracer untersucht sie Wischteste. Eine Wischtestprobe muss zusammen mit der radioaktiven Substanz aufgekocht werden. Die Laborantin dreht die Stellschraube am Glaskolben fest. Plötzlich platzt das Gefäß. Nicole Weber hier. Ich habe eine Schnittwunde. Und zwar habe ich mit einer radioaktiven Flüssigkeit gearbeitet. Labor Nummer 25. Schnell ist der betriebsinterne Strahlenschutz des KIT zur Stelle. Die Unfallstelle wird abgegrenzt und die Laborantin ausgemessen. Neben der Schnittwunde wird auch der Kopfbereich und der Rest des Körpers untersucht. Es ist anzunehmen, dass in der Dampfwolke radioaktive Partikel enthalten waren, die Nicole eventuell eingeatmet hat. Ihr Kontaminationsgrad ist ungewiss. Deshalb muss der Krankentransport ganz auf Nummer sicher gehen. Die Mitarbeiter statten die Laborantin mit einem Vollschutzanzug aus. Auch Atemmasken sind vorgeschrieben. Diese Schutzmaßnahmen sollen die Patientin vor weiterer Inkorporation schützen und sie sollen verhindern, dass strahlende Partikel von der Patientin auf die Umwelt und andere Menschen übertragen werden. Nachdem der Arm oberhalb der Schnittwunde venös gestaut worden ist, fährt der Notarztwagen Nicole Weber auf direktem Weg in die Strahlenunfallambulanz. Dort wird die Patientin nochmals ausgemessen. Das Kontaminationsmessgerät schlägt an der Hand mit der Schnittwunde aus, aber auch im Armbereich. Die Kontamination scheint also großflächiger zu sein und sich nicht nur auf den verletzten Finger zu beschränken. Nun müssen Haut und Wunde penibel gereinigt werden. Die Strahlenunfallambulanz verfügt über spezielle Waschräume, wie zum Beispiel Duschen, die von außen bedienbar sind. Die Wunde von Nicole Weber ist bereits gründlich gespült und durch einen sterilen Verband geschützt worden. Der Krankenpfleger der Strahlenunfallambulanz nimmt Nasen- und Rachenabstriche vor, um zu überprüfen, ob Nicole radioaktive Partikel eingeatmet hat. Anschließend ist die Dekontamination des Armes an der Reihe, wobei sich das Personal, vor Spritzern geschützt, hinter die Brüstung begibt. Falls die erste Waschung nicht zum Erfolg führt, muss die Dekontamination wiederholt und der jeweilige Dekontaminationseffekt gemessen werden. Pause. Wie weit sind Sie bis jetzt? Ja, wir haben jetzt die erste Waschung gemacht, im Ellenbogen. Wenn Sie jetzt gut abgetrocknet haben, ist der nächste Schritt der Szintillationszähler. Nebenan. Ihnen geht's gut im Moment? Danke, gut. Ja, dann messen wir jetzt als nächstes nochmal. Wenn ich eine Kontamination beseitige, dann wird erstens keine Radioaktivität verschleppt. Und zwar sowohl nach außen
auf andere Menschen und andere Räume verschleppt, als auch nach innen in den Körper verschleppt. Also sei es durch Verletzungen, sei es dadurch, dass jemand, der an der Haut noch was hat, da rubbelt, dann hat er es an den Fingern und dann hat er es schnell in Mund und Nase. Also deswegen macht man Dekontamination. An einem speziellen Wundmessplatz will der Arzt überprüfen, ob die Dekontamination der Schnittwunde am Zeigefinger tatsächlich erfolgreich war. Nach der Reinigung des Armes hatte das Messgerät bereits nicht mehr ausgeschlagen. Wenn voraussichtlich jetzt diese Messung auch nichts mehr zeigt, dann haben wir messtechnisch sozusagen die Dekontamination erfolgreich abgeschlossen. Um es wirklich zu beweisen, dass Sie nicht doch irgendwas aufgenommen haben, müssen Sie dann noch eine 24-Stunden Urinprobe noch abgeben. Dann wissen wir, dass Sie nichts aufgenommen haben. Eine Inkorporation, da ist ja bereits das Material in den Körper gelangt. Und da gibt es nun wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ist es noch an inneren Oberflächen, also zum Beispiel in den Atemwegen oder im Magen-Darm-Trakt. Dann kann ich medikamentös eventuell die Ausscheidung beschleunigen, sodass es im Magen-Darm-Trakt nicht aufgenommen wird, sondern direkt den natürlichen Weg geht. Oder es ist schon in den, sozusagen ins Blut aufgenommen. Also bei einer Wunde ist das ziemlich sofort. Beim Inhalieren und am Magen-Darm-Trakt kann das verzögert passieren. Und ich kann dann aus dem Blut durch entsprechende Medikamente die Substanzen zu einer intensivierten Ausscheidung bringen. Ist eine solche Behandlung im Fall unserer Patientin erforderlich? Sind strahlende Partikel über die Wunde nicht doch in ihren Blutkreislauf gelangt? Hierüber kann eine weitere Untersuchung Aufschluss geben. Nicole Weber auf dem Weg zum Institut für Strahlenforschung. Im Keller des Gebäudes befindet sich der sogenannte Bodycounter. Mit dem Gerät lassen sich bestimmte Strahlungsarten im Körper von außen messen. Um die empfindliche Messeinrichtung auch nicht mit kleinsten radioaktiven Partikeln zu kontaminieren, zieht Nicole Weber einen Overall über. Zunächst kommt sie auf die Waage. Okay, 48,4. Nehmen wir uns ja ein. So, wenn Sie sich denn da auf die Liege legen, den Kopf nach oben und ganz entspannt liegen bleiben. Es bewegt sich nichts, macht auch keinen Krach. Und wenn die Messung rum ist, hole ich sie wieder raus, ja? Die Detektoren dieses Ganzkörperzählers erfassen kleinste Mengen an ionisierender Strahlung. Die Auswerteeinheit zieht von der gesamten gemessenen Strahlung die Umgebungsstrahlung, den Nulleffekt der Messeinrichtung, ab. Die verbleibende Strahlung wird hinsichtlich ihrer Energie bestimmten Radionukliden zugeordnet. In unserem Fall wird vom Messsystem nur Kalium-40 nachgewiesen. Ein natürliches Radionuklid, das in vielen Nahrungsmitteln wie Milchprodukten enthalten ist und damit in den Körper aufgenommen wird. Der Befund ist negativ. So, hier habe ich also jetzt das Ergebnis von Ihrer Untersuchung. Es ist alles in Ordnung. Nun dürfen Sie sich jetzt wieder umziehen und gehen dann wieder in die Medizin zurück. Gell? Dankeschön. Jo, tschüss. Nicole Weber ist gut versorgt worden. Nun wissen Sie, wie auch Ihnen bei Kontamination, Inkorporation oder auch bei erhöhter externer Strahleneinwirkung geholfen werden kann. Aber dazu soll es ja erst gar nicht kommen. Deshalb ist Strahlenschutz wichtig. Und wir erinnern uns noch einmal an die 3 A des Strahlenschutzes. Abschirmung verwenden. Abstand halten. Und Aufenthaltszeit verkürzen.